Simon Moser, es war ein sehr knapper Sieg am Samstag im ersten Playoff-Viertelfinalspiel gegen Biel. Kann man von einem Krampfsieg reden? Ja, ich denke schon. Wir sind spielerisch nicht auf der Höhe, wie wir wollen. Wir haben Chiba viel schnell und einfach fortgegeben. Und darum haben wir endlich über den Kampf ins Spiel gefunden und den Sieg geholt. Ja. In der 9. Minute vor Verlängerung hat es dann die Entscheidung gegeben. Kannst du kurz beschreiben, wie das zu diesem Goal ist gekommen? Ja, gut hier. Kommen wir einfach hinten raus. Kurze Pass. Also, ich probiere die Scheibe tief zu bringen. Verlieren sie zwar da. Rufi bleibt dran. Und ja, jetzt hier habe ich endlich, bin ich schon im Backchecken. Aber der Arkel ist die Scheibe gut ab. Und dann gehe ich nur noch vor das Goal. Ich sehe die Scheibe eigentlich. Also, ich kann nicht mehr gross zielen. Ich kann einfach noch die Schaufel her haben. Ja, man sieht, die Emotionen, die im Spiel waren. Im zweiten Drittel hat es Szenen gegeben, wo du zuerst am Boden bist gelegen und dann auch sich neu verletzt oder so. Was ist genau passiert? Nein, ich bin mit dem Schläfer gebunden und dann hat es mir Ziseli unten rausgeholt. Und, ja, es ist schwierig, drauf zu stehen. Also kannst du wirklich nicht mehr drauf stehen, dann irgendwie musst du rauskommen. Schauen wir auf das zweite Spiel von morgen. Hat der Startsieg ein bisschen Druck weggenommen? Ja, das ist sicher schön, ja, dass man 1-0 führt, aber gewonnen hat man noch gar nicht. Gewisser Druck ist sicher fort, weil man hat eben gesehen, wir haben nicht unser Hockey gespielt. Das werden wir jetzt morgen zeigen. Was erwartest du morgen für ein Spiel und das muss der SCB besser machen? Ja, wie ich am Anfang habe gesagt, sicher mehr Sorge zu schieben, mehr alle fünf auf dem Eis zusammenarbeiten, nicht einer allein oder so, wir sind ein bisschen weit auseinander gewesen. Und ja, Emotionen reinbringen. Und das wird sicher, sie werden sicher noch mal auf Vollgas kommen.